So langsam aber sicher verdichten sich die Hinweise, dass es kälter werden könnte in der nächsten Zeit. Noch nicht in der kommenden Woche, da ist noch sehr viel Warmluft vorhanden über Mitteleuropa. Da gibt es also auf jeden Fall nochmal sommerliche Tage, auch bei uns in Deutschland. Dann könnte sich aber diese Wetterlage einstellen zur zweiten Septemberwoche, zumindest wenn es nach dem amerikanischen Wettermodell GFS geht, mit einem Tiefdruckgebiet über Skandinavien, einem Hoch bei den britischen Inseln. Und dann wäre dazwischen der Weg frei für die kalte Luft und es würde die Temperaturen ganz schön zurückdrücken. Und wir schauen uns dazu mal die sogenannte Ensemble-Vorhersage an. Da wird das Wetter mit verschiedenen Anfangsparametern gerechnet. Und da kann man dann ganz gut ablesen, wie sicher die Vorhersage ist. Und diese einzelnen Lösungen, die kommen hier alle zu sehr ähnlichen Werten für die nächsten Woche. Und dann geht es eben doch sehr stark auseinander. Und der Hauptlauf hier in grün dargestellt, der hat hier schon mal eine sehr kalte Lösung drin. Das wäre ein richtiger Temperatursturz. Wobei man eben auch sagen muss, die rote Linie hier, das ist das langjährige Mittel. Also, das heißt, es würde eher zurückgehen auf normale Werte und noch nicht gleich richtig kalt werden. Egal ob Temperatursturz oder langsamer Rückgang, kälter wird es sehr wahrscheinlich und dann auch ein bisschen nasser mit Tiefdruckeinfluss. Also gerade in der zweiten Septemberwoche, da müssen wir uns darauf einstellen, dass es da mal wieder ein bisschen mehr Regen geben könnte. Noch einmal zusammengefasst, der September startet erstmal sehr sommerlich. Ab der zweiten Woche wird es kühler. Der genaue Ablauf ist noch unklar und wie gesagt, egal ob es ein Temperatursturz oder ein Rückgang ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Temperaturen dann wieder deutlich zurückgehen.